let's go, bevor hier abgebaut wird. Was machen wir diesmal? Letztes Mal E4, wieder zurück zu D4. Wir müssen hier die links wie rechts beschäftigen. Er spielt Bauer nach D5. Das Damengambit kennt er natürlich inzwischen. Aber wie sieht's? Boah, er ist nicht so aggressiv. Ne, wir spielen noch einmal Damengambit. Einmal noch Damengambit. Dann überlege ich mir was Neues. Könnt ihr das Brett sehen? Ich bin ein bisschen aufgeregt. So aus dem Nichts hier. Aber wir spielen heute mal was Neues. Letztes Mal habe ich Sperr nach C3 gespielt. Diesmal, wie wäre es mit Katalanisch? Wobei, es macht nicht so viel Druck. Aber dann lernen wir was Neues kennen. Katalanisch beinhaltet, den Springer nicht so früh nach C3 zu stellen, sondern Springer F3 gefolgt von G3 zu spielen, läuft nach G2. Also es verschiebt den Kampf ein bisschen in Richtung Mittelspiel. Es ist nicht die effektivste Öffnung, welche Eddie gleich versuchen will, in der Öffnung zu überrennen. Aber so lernen wir was Neues kennen und ist auch ein sinnvoller Aufbau. Der Läufer soll hier hingehen, den König beschützen, dann rochieren wir kurz. Dann gucken wir, was passiert. Ich habe eben überlegt kurz, ob ich mal London spielen soll, habe mich dann dagegen entschieden und für Katalanisch. Das hier ist die berühmte Stellung, in der Ding Liren in seinem WM-Match H3 gespielt hat gegen Jan Nepomniachtchi. Aber auf Top-Niveau der Hauptzug ist immer noch Bau nach G3, um den Läufer herauszubringen. Spanner auf 6, gut gespielt von Eddie. Figuren raus, Zentrum stärken. Mehr wollen wir ja gar nicht. Läufer raus, kurze Rochade und dann mal gucken. Das sind die ersten Schritte. Dadurch, dass ich es hier ein bisschen ruhiger angehen lasse, nicht gleich versuche, im Zentrum Druck zu machen, sondern erstmal versuche, hier auch meine Figuren in Position zu bringen, gibt es eigentlich nichts, was da groß anbrennen könnte. Bau nach B6 ist grundsätzlich okay. Ihr hört an dem grundsätzlich, dass es nicht mein allerliebster Lieblingszug ist. Er will den Läufer hier hinbringen. Priorität sollte es immer haben, die hier rauszubringen. Bau nach B6 schwächt ein bisschen Felder, aber ist wirklich noch nichts Schlimmes. Bau nach B6 der Haken, wobei Haken ist auch schon übertrieben. Ich spiele nochmal. Läufer nach G2. Ich könnte C-Schlicht D5 spielen und damit versuchen, die Schwäche dieser Felder zu betonen. Aber es läuft nicht wirklich davon. Und Läufer nach G2. Er sollte jetzt hier nicht schlagen. Ich mir den Bauern immer zurückholen kann. Und muss sich immer noch entscheiden, wo er die Figur hinstellen will. Der weiße Plan ist normalerweise katalanisch in der Öffnung. Für Fortgeschrittene ist nichts, was ich jetzt neuen Spielern gleich ans Herz legen würde. Das macht halt auch nicht so viel Druck. Erstmal den König hier relativ sicher hinter dieser Konstruktion zu verstecken und dann zu überlegen, wie wir den Damenflügel, Damenflügel sind die Figuren drüben, ins Spiel bringen wollen. Ob der Springer hierhin geht, der Läufer hierhin. Also es ist eine ziemlich advanced Variante, die aber auf höchstem Niveau sich größter Beliebtheit erfreut, weil da die ganzen direkten Wege halt so erforscht sind, dass man damit nicht so viel reißen kann. So, Läufer hat D6 gespielt. Ich bleibe bei meinem Plan. Erst meinen König in Sicherheit bringen. Und dann schauen wir mal. Eddie macht das ebenfalls. Gut gespielt. Jetzt bringe ich den Springer ins Spiel. Wichtig ist hier, dass dieser Bauer zwar geschlagen werden kann, ich den aber meistens schnell zurückgewinnen. Gerade wenn diese Diagonale geöffnet ist. Nach D schlägt C4. Kann ich hier in die Mitte springen. Mit meinem Läufer den Turm angreifen und diesen Bauern attackieren. Also um den Bauern, auch deshalb ist Katalanisch eine so fortgeschrittene Öffnung, muss man sich am Anfang häufig keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen wirres Zeug. Schwarze können den Läufer jetzt hier rausbringen, den Springer ins Spiel bringen, könnte C6 spielen, um diese Diagonale ein bisschen zu blocken. Ich würde davon abraten, den Bauern zu schlagen. Kaum sage ich es. Aber ist durchaus natürlich, es verträgt sich nur nicht so gut mit dem Zug Bauer nach B6, weil es halt hier die Felder geschwächt hat. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Daniel Dubow würde hier Bauer nach E4 spielen, damit die Bauerngabel E5 androhen. Können wir natürlich testen, ob Eddie das erkennt. Die Alternative wäre, was ich eben erwähnt habe, E5 zu spielen, damit hier hinten den Turm in der Ecke anzugreifen und dann mir den Bauern ranzuziehen. Ich glaube, das mache ich. Das gefällt mir einfach besser. Springer F5 legt den Läufer frei.
greift den Turm an. Also trickreicher wäre vielleicht Bauer nach E4 gewesen. Aber der Zoll ist mehr im Sinne der Eröffnung, finde ich. Weil es halt hier dem Turm gleich Fragen stellt, die nicht so leicht zu beantworten sind. Aber deshalb war D-Schlicht C4 halt ein sehr riskanter Zug von Schwarz. Also, wie gesagt, alles in Ordnung, sind hier keine Einsteller und nichts. Aber jetzt muss er Fragen beantworten, die nicht so leicht zu beantworten sind. So, ich gucke kurz im Chat, nicht nur um zu cheaten, sondern hauptsächlich um zu gucken, ob alles läuft. Läuft alles? Scheint alles zu laufen, ne? Also Schwarz ist jetzt nicht leicht, der beste Zug ist Bauer nach C6. Wenn ich den dann schlagen würde, was normal aussieht, aber dann ist nicht viel passiert, fliegt der Springer zurück, Läufer würde schlagen, der Turm ginge zur Seite und es wäre nicht viel passiert. Zumal ich ja diesen Bauern dann nicht gekriegt hätte. C6 wollte ich hier wegnehmen. Und Springer BD7 hat das Problem, dass es sich nicht um den Turm kümmert. Und ich befürchte, Eddie wird nicht erfreut sein, wenn ich hier wegnehme. Ich weiß es nicht, aber ich befürchte es. Ich mache solche Züge immer relativ schnell, damit es nicht aussieht wie ein Slow Roll. Also, dass ich jetzt ewig überlegt hätte, ob ich den Turm schlagen soll oder nicht. Er kann hier jetzt schlagen, aber damit gewinnt er nur in Anführungszeichen einen Bauern zurück. Und dann habe ich den Turm gegen im Moment zwei Bauern, aber Turm im Eiskugel-Count sind 5. Wir klicken schnell auf Rematch und wir gucken, ob Eddie noch auf eine Partie Lust hat. So, meine Damen und Herren, die Analyse Partie Nummer 8. Gustafsson gegen Gardet. Ich führte die weißen Steine. Ging zurück. Bauer nach D4. Letzte Partie hatte ich ja Bauer nach E4 gespielt. Und Bauer nach D4 und Bauer nach E4 sind aus guten Gründen die populärsten Züge, die werden wir beide noch häufig sehen im Laufe dieses Matches. Bauer nach D4. Gardet spielt D5, C4, E6. Stabilisiert hier die Mitte. Das haben wir in den ersten Partien gelernt. Ich weiche ab. Ich habe letztes Mal Springer nach C3 gespielt. Dann kam Springer nach F6, C schlägt D5. Und hier wollte ich ja, dass er die E schlägt D5 spielt. Das werden wir mit Sicherheit auch noch mal diskutieren im Laufe dieses Matches. Aber diesmal wollte ich uns was Neues beibringen. Die sogenannte katalanische Eröffnung auf Top-Niveau. Vielleicht die beliebteste Variante. Springer F3, Springer F6 und Bauer nach G3. Weiß möchte nichts Besonderes. Möchte Läufer nach G2 spielen. Kurz Rochade. Und dann mal gucken. Seinen König in Sicherheit bringen hinter diesem Läufer. Und mit diesem Bauern schon Fuß im Zentrum haben. Er ist eine Eröffnung für Fortgeschrittene, weil dieser Bauer häufig geschlagen werden kann. Und es nicht ganz klar ist, wie und wann und ob ihn Weiß sich zurückholen will. Aber es ist eine sehr effektive Partieanlage. Der erste Weg ist, wie so häufig, gerade wenn wir es nicht genau wissen, Läufer raus, kurze Rochade und dann mal gucken. Also die absolute Theorie-Hauptvariante zu bestaunen in vielen Partien. Zum Beispiel Carlsen gegen Giri vom jüngst beendeten Norway Chess ist Läufer nach E7, Läufer nach G2, kurze Rochade, kurze Rochade. Und jetzt sagt Schwarz sich häufig, jetzt wo ich hier meine Figuren draußen habe, jetzt schlage ich diesen Bauern und es geht kompliziert weiter. Also würde hier den Rahmen ein bisschen sprengen, aber nur um wieder zu betonen, Eröffnungsregeln gelten überall. Auch hier, Läufer raus, kurze Rochade, machst nichts falsch. Läufer B4 Schach ist die Alternative, die der Computer anzeigt. Auch eine große Theorievariante, die ich häufig spiele. Der simple Weg ist so. So. Ey, ich spiele so, ist okay, aber nicht Priorität Nummer 1, um den Läufer nach G7 zu bringen. Spielläufer G2, ich hätte hier schlagen können, macht man normalerweise nicht in katalanisch, aber wenn Schwarz schon Bauer nach B6 gespielt hat und damit andeutet, den Läufer hier hinstellen zu wollen, dann ist kein schlechter Zug, weil der Läufer jetzt hier von dem Bauern verstellt wäre und sonst B6 ein bisschen die Felder hier schwächt. Aber es sind Feinheiten, Läufer G2 ist ebenfalls okay. Läufer nach D6, jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich wollte pädagogisch wertvoll erstmal kurz rochieren, Königssicherheit bringen, kurz Rochade. Jetzt wieder mehrere Möglichkeiten, ich hätte hier schlagen können. Oder Läufer raus. Aber Springer C3 relativ typisch. Und stellt, ich weiß nicht, ich würde es nicht eine Falle nennen, aber es bietet diesen Bauern zum Fraße an, der aber nicht gefressen werden sollte. Schwarz sollte hier, nachdem er schon mit B6 angefangen hat, jetzt auch konsequent dabei bleiben, Läufer nach B7 spielen. Jetzt hätte ich wahrscheinlich hier weggenommen, denn jetzt, wo der Läufer hier steht, jetzt droht Schwarz vielleicht mal hier zu schlagen. Ich hätte weggenommen, der beste Zug wäre, wie wir es gewohnt sind, E schlägt D5 zu spielen.
Fuß im Zentrum zu lassen. Und jetzt hätte ich mich entscheiden müssen. Läufer hier hin, Läufer hier hin. B3, Läufer B2. Sieht aus. Alles nach plausiblen Plänen aus. Computer will gleich Druck machen, Springer nach B5, um sich diesen Läufer hier zu schnappen. Eine sehr konkrete Lösung. Aber ja. Den Läufer irgendwo hin oder Springer in die Mitte. Wären so die typischen Züge gewesen. Aber stattdessen folgt in der Partie D schlägt C4. Und das ist okay, ist ein bisschen unglücklich, denn häufig ist eine Option. Aber es beißt sich etwas mit dem Zug B6, weil es halt diese Diagonale schon freigelegt hat. Und dann möchte man dem Läufer hier nicht den Blick ganz öffnen. Jetzt war ein bisschen am Überlegen, ob Bauer nach E4 oder Springer nach E5. Springer nach D2 hätte ich auch spielen sollen. Aber ich dachte, Springer nach D2 hätte ich auch spielen können. Aber ich dachte, Springer nach D2 macht es eher leichter, Bauer nach C6 zu finden. Was nach Springer nach E5 auch der beste Zug ist. Aber ich dachte, nach Springer E5 ist es ein bisschen schwerer zu machen. Weil der Springer auch noch dieses Feld kontrolliert. Und Springer E5, der Trick ist halt, der Läufer greift den Turm hier an. Den hätten wir gerne. Und der Springer greift diesen Bauern an. Schwarz ihn schlagen würde, würde ich zurückschlagen. Und wieder hätte Schwarz Probleme. Könnte jetzt zwar noch versuchen, den Springer dazwischen zu stellen. Aber die Stellung wäre sehr, sehr undankbar. Schlägt, schlägt. Und keine Ahnung, Dame schlägt oder Läufer schlägt. Und Weiß sollte gewinnen. Deshalb hier ein guter Rat, schon ein bisschen teuer, aber der beste Zug war Bauer nach C6. Diesen Weg zumachen. Wenn Weiß jetzt hier schlägt, ist nicht so schlimm. Dann schlägt Schwarz zurück, Läufer schlägt. Aber der Turm kann es wegziehen, weil dieser Bauer noch am Leben ist. Okay. Weiß steht ein bisschen besser. Aber Partie geht weiter. Also ich hätte hier weggenommen und hätte besser gestanden. Wieder wegen der Situation, die wir schon kennen aus anderen Zugfolgen. Aber hauptsächlich, weil ich hier zwei Bauern im Zentrum habe. Und Schwarz nur ein. Das ist ja der Grund, warum man den Zug zweitens C4 spielt, um diesen D-Bauern abzutauschen gegen einen nicht ganz Zentrumsbauern. Und deshalb habe ich hier ernsten Vorteil, kann die Mitte wieder besetzen. Und das ist auch einer der Gründe, warum D schlägt C4 in Katalanisch häufig zweischneidig ist. Wenn Weiß sich diesen Bauern zurückholt, dann hat Weißer langfristig Vorteil mit der Besetzung des Zentrums. Bei einer Springer E5, er die hier Unterdruck übersieht, dass auch dieser Turm angegriffen ist. Er versucht sich gegen den Springer zu wehren. Der Springer BD7. Aber ich schnappe mir natürlich dankbar den Turm in der Ecke. Mit Läufer schlägt A8. Das sind 5 Eiskugeln. Und Eddie entschließt sich verständlicherweise dafür, die Partie nicht fortzusetzen. Er hätte hier wegnehmen können und noch ein bisschen gucken. Aber mit dem Turm mehr würde mir hier nichts mehr passieren. Hier kann ich gleich die Damen tauschen. Dann Läufer raus, den Läufer bei Bedarf zurück. Dann Turm in die Mitte. Der extra Turm, den ich habe. Hätte sich hier durchgesetzt. Also ein Ende mit Schrecken nach Springer E5. Weil dieser Turm angegriffen ist. Und ja, grundsätzlich keine groben Fehler bis auf den letzten Zug. Die Kombination vom Bau nach B6 und dann hier schlagen, war halt ein bisschen unglücklich. Was soll man machen? Schach ist ein grausames Spiel. Zum Glück sind es 91 Partien. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in Partie Nummer 9. Bis dann.